Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Auch nicht in deinen täglichen Herausforderungen, die du zu bewältigen hast und die manchmal wie Stürme durch unser Leben fegen. Gott ist ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Viele von euch waren bestimmt schon in den Bergen, ja, im Urlaub. Und ich habe das früher immer sehr genossen, als wir mit unseren Kindern im Urlaub in den Bergen waren. Wir waren oft in Österreich, auch mal in der Schweiz. Und diese herrliche Bergwelt, das hat mich immer sehr fasziniert. Und das beeindruckt mich sehr, diese Felsmassive und dieses großartige, majestätische Bild dieser Berge. Und vor allem dann, wenn noch Schnee drauf ist, das ist so schön. Ja, und auch in der Bibel haben Berge und Felsen eine Bedeutung. Habt ihr das schon gelesen? Und einer der bekanntesten Verse steht in Jesaja 54, Vers 10. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Diese Berge, wenn wir uns das vorstellen, diese Felsmassive, mögen weichen, aber Gottes Gnade wird nicht von dir weichen. Und die Gnade Gottes ist hier verglichen mit einem solchen Bergmassiv. Und eher wird sich so ein Felsmassiv wegbewegen, als dass die Gnade Gottes von dir weicht. Sie ist so mächtig und so gewaltig und sie bleibt bei dir. Und dieser Vergleich gibt uns die Sicherheit, dass wir nie, gar nie die Gnade Gottes verlieren werden. Du kannst dir sicher sein, Gott wird dich nicht verlassen und er kümmert sich um dich. Amen. Gestern waren wir auf einer Beerdigung und da ist es mir noch mal besonders klar geworden, wie nötig wir diesen Felsen brauchen. Ja, den Felsen. Und wir brauchen in unserem Leben etwas, das uns Halt gibt, auf dem wir stehen können, an was wir uns festhalten können. Etwas, das nicht wankt, wenn auch unser Leben zu wanken droht und unser Leben so sich wie ein Schiff hin und her bewegt. Da brauchen wir etwas, auf dem wir stehen können, das nicht wankt. Und Jesus wird in der ganzen Bibel als Fels bezeichnet, als Fels beschrieben. Und dieser Fels ist real. Und dieser Fels erfüllt auch diesen Raum hier mit seiner Gegenwart. Und er ist derjenige, der nicht wankt, der feststeht. Und auch schon im Alten Testament war der Felsen real. Wir kennen die Geschichte, wo Mose in der Wüste den Felsen schlug und frisches Wasser herauskam. Das war damals schon ein Bild auf Jesus Christus, der Fels ist und aus dem lebendiges Wasser strömt. 1. Korinther 10, Vers 1, 3 und 4. Da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, erinnert euch daran, was unsere Vorfahren während ihrer Wüstenwanderung erlebten. Vers 3, und Gott gab ihnen allen dasselbe Brot vom Himmel zu essen und dasselbe Wasser aus einem Felsen zu trinken. Dieser Felsen hatte eine besondere Bedeutung. Er kam mit ihnen und durch ihn war Christus selbst bei ihnen.
damals schon, er kam mit ihnen. Gott war bei ihnen. Und wie viel mehr ist er heute bei uns und mit uns, weil er in uns wohnt, durch seinen Heiligen Geist. Christus ist der Fels. Und dieser Fels ist auch deine Begleitung, wenn du dich an ihm festhältst. Er begleitet dich genauso, wie er die Israeliten durch die Wüste geführt hat. Du kannst dich an ihm festhalten, wenn Stürme blasen. Hebräer 13, Vers 6. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen, der Herr hilft mir. Und ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Du brauchst dich nicht zu fürchten. Auch nicht in deinen täglichen Herausforderungen, die du zu bewältigen hast und die manchmal wie Stürme durch unser Leben fegen. Vertrau diesem Felsen. Er ist stark genug. Du kannst dich hinter ihm verstecken, wenn die Pfeile des Feindes fliegen. Psalm 91, Vers 7. Wenn 1000 neben dir tot umfallen, ja, wenn 10.000 in deiner Nähe sterben, dich selbst trifft es nicht. Weißt du warum? Weil du dich vollkommen hinter ihm verstecken kannst. Und wenn du dort bleibst, dann trifft es dich nicht, weil der Felsen dich vollkommen schützt. Wenn du hinter ihm bleibst, ist der Felsen vor dir und er schützt dich. Nur wenn du hervorschaust, wenn du vielleicht neugierig bist und andere Dinge vielleicht dir besser gefallen oder ja, wenn du etwas anderes ausprobieren willst, dann kann dich der Feind angreifen. Du kannst dich in ihm bergen, weil er ein Zufluchtsort ist. Psalm 91, Vers 1 zu 2. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zu Gott, dem Herrn, bei dir finde ich Zuflucht. Du schützt mich wie eine Burg. Mein Gott, dir vertraue ich. Das sagt David. Du findest Ruhe bei ihm. Du findest Schutz bei ihm. Und das sind Zusagen Gottes ganz speziell für dich in seinem Wort. Vertraue ihm. Ich möchte euch das mal zeigen, ganz bildlich, mit meiner Bibel hier. Nehmen wir mal an, das hier sind wir Menschen. Das bist du nur als ein Beispiel. Wenn du in ihm bleibst, im Wort Gottes, in ihm, bist du vollkommen geschützt. Nichts kann dich angreifen. Das Wort Gottes ist um dich herum, Jesus ist um dich herum, der Fels ist um dich herum und nichts kann dich angreifen. Wenn du aber vorwitzig bist und herausschaust, den Felsen vielleicht umgehst oder verlässt, dann hat der Feind eine Angriffsfläche und er wird dich hin und her würfeln und er wird sogar tiefe Risse in dein Leben hineinbringen. Er kann es, wenn du diesen Felsen außer Acht lässt, wenn du ihn nicht mehr dein Schutz sein lässt, ja, dann bist du ungeschützt für den Feind und alles, was da drin ist, in der Bibel kann er nicht angreifen. In ihm, ja, kann er nicht angreifen. Nur was herausschaut. Und das ist ein wunderbares Beispiel, dass wir in ihm geborgen sind, dass wir in ihm den Schutz haben. Dieser Fels, der damals die Israeliten begleitete, geht auch mit dir. Egal, wo du wohnst, egal, wo deine Umstände sind. Egal,
was dir passiert. Und ich möchte euch noch etwas zeigen. Ich habe einen kleinen Film für euch mitgebracht. Ein ganz kurzer Film. Und hier seht ihr eine brausende Woge, die gegen Felsen schlägt. Ja, und ihr seht, wie das heranbraust und heranprescht. Und so sind auch manchmal die Stürme unseres Lebens, die gegen diesen Felsen schlagen. Aber wie gesagt, wenn wir hinter diesem Felsen sind, sind wir geschützt. Und vielleicht könnt ihr doch noch mal ablaufen lassen, wenn ihr seht, wenn diese Wellen weg sind, dann sehen wir diesen Felsen und schaut mal, hat sich dieser Felsen verändert? Es ist genau derselbe. Er hat sich kein bisschen verändert. Es ist nichts abgebrochen. Er hat sich nicht an eine andere Stelle bewegt. Der Felsen steht fest. Und das demonstriert, wie es manchmal in unserem Leben aussieht. Stürmisch, ja, mehr oder weniger. Und schon in der Bibel lesen wir, dass es in unserem Leben stürmisch sein kann. In Psalm 46, Vers 2 bis 4. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht, selbst wenn die Erde erbebt, wenn die Berge wanken und in den Tiefen des Meeres versinken, wenn die Wogen tosen und schäumen und die Berge erschüttert werden. Gott ist ein bewährter Helfer in Zeiten der Not, auch wenn es braust und tost in deinem Leben. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, wenn unsere Lebenswogen tosen und schäumen. Und gerade haben wir gesehen im Natürlichen, was so ein Fels aushält. Es kann noch so gewaltige Wassermassen kommen, der Fels steht. Er bewegt sich nicht. Er ist unverrückbar. Und selbst diese tosenden Wellen können ihm nichts anhaben. Der Fels weicht nicht. Er trotzt jedem Angriff. Und wenn auch die Wellen noch so hoch sind und noch so wütend und noch so gewaltig, er weicht nicht. Und manchmal sind die Wellen unseres Lebens ziemlich hoch. Der Feind mischt fleißig mit und wirbelt und peitscht hoch, was sich in unserem Leben abspielt. Aber dem Felsen macht das nichts aus. Und manchmal brechen auch unsere Lebensumstände auf uns herein, dass wir meinen, wir gehen unter. Diese Erfahrung haben auch die Jünger gemacht. Und wir kennen die Geschichte, als Jesus mit den Jüngern in ein Boot stieg. Matthäus 8, Vers 24 bis 26. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen ins Boot schlugen. Aber Jesus schlief. Da weckten ihn die Jünger und riefen voller Angst: Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus antwortete: Warum habt ihr Angst? Habt ihr denn kein Vertrauen zu mir? Dann stand er auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Auch in deinem Leben wird es still, wenn du dich an Jesus hältst. Er bezwingt auch deine Wellen und deinen Sturm. Er gebietet den Wellen und dem Sturm. Schau die Wellen an in unserem Film, was wir gerade gesehen haben. Sie müssen weichen. Sie gehen zurück. Und was bleibt? Der Fels. Der unverrückbare Felsen. Er ist genauso wie vorher. Er hat sich kein Stück bewegt. Er hat sich kein Stück verändert. Weichen muss die Gewalt des Wassers, die Turbulenzen. Die Turbulenzen in deinem Leben, deine Herausforderungen, deine Sorgen und Nöte, sie müssen weichen.
Und wenn es auch immer wieder überschwappt, es macht diesem Felsen überhaupt nichts aus. Aber wichtig ist, dass du ihn hast, diesen Felsen. Dass du dich an ihn hältst, an ihm festhältst, hinter ihm versteckst. Wenn deine Lebensumstände über dich hereinbrechen, dann berge dich bei dem Felsen. Wenn deine Sorgen und Nöte dich mit voller Wucht treffen, denke daran, der Fels Jesus Christus steht. Psalm 18, Vers 3 und 4. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Ich preise dich, Herr. Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. David hat gewusst, dass man sich auf Gott verlassen kann. Er beschreibt ihn hier als Fels. Und er ist auch dein Fels. Deine Festung, deine Zuflucht, deine Kraft, deine Hilfe. Immer darfst du zu ihm kommen mit allem, was dich bedrückt. Und er ist immer für dich da. Berge dich in diesem Felsen. Jesus gibt uns ein wunderbares Beispiel in Lukas 6, Vers 46 bis 49. Warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der meine Worte hört und danach handelt? Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er eine Baugrube aus. Dann baute er die Fundamente seines Hauses auf felsigen Grund. Als ein Unwetter kam und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnten sie keinen Schaden anrichten, denn das Haus war auf Felsengrund gebaut. Wer sich meine Worte allerdings nur anhört und nicht danach lebt, der ist wie einer, der beim Bauen auf das Fundament verzichtet und sein Haus auf weichen Boden baut. Bei einem Unwetter unterspülen die Fluten sein Haus. Es gerät aus allen Fugen und stürzt krachend ein. Auf welches Fundament hast du gebaut? Dein Lebenshaus. Oder hast du bei deinem Lebenshaus das Fundament vergessen? Einfach nur gebaut? Wir brauchen den Fels Jesus Christus als Fundament für unser Lebenshaus. Dass unser Lebenshaus feststeht, dass es nicht unterspült wird und dass es nicht einstürzt. Und Jesus bringt hier einen Vergleich. Wenn wir seine Worte hören und tun, steht unser Fundament auf den Felsen, auf ihm. Und kommen dann die Fluten unseres Alltags und die Unwetter, die gegen unser Lebenshaus branden, können sie keinen Schaden anrichten, denn unser Haus steht fest. Fest verankert in ihm. Und in unserem Film haben wir das auch sehr deutlich gesehen. Wenn uns alles zu verschlingen droht, der Fels bleibt. Und ganz anders, wenn wir unser Haus auf Sand bauen, wenn es am Strand steht. Vielleicht ist es am Strand viel schöner, denkst du. Die Umgebung ist viel schöner als in den Bergen oder auf dem Felsen. Das Wasser ist viel näher. Da lässt sich's besser bauen, vielleicht einfacher. Doch ohne Fundament ist das sehr gefährlich. Wenn die Fluten unserer Sorgen und Nöte heranbrechen, wird unser Lebenshaus unterspült.
Es gerät aus allen Fugen und stürzt krachend ein, so heißt es in diesem Bibelvers. Und Jesus vergleicht das mit Menschen, die nicht nach seinem Wort leben. Und es ist nicht weise, auf das Fundament zu verzichten. Ich glaube, wir wollen alle nicht, dass wir einmal vor den Scherben unseres Lebenshauses stehen. Und wir müssen Gottes Wort ernst nehmen und uns auf den Felsen Jesus Christus stellen. Und wir möchten noch einmal gern in den Film hineinschauen und diesmal bitte mit Ton. Und ich möchte euch zeigen, wie sich das anhört, wenn diese Wellen heranpreschen. Vielen Dank. Das ist doch ganz schön heftig, wenn wir das hören. Nehmen wir dieses Bild wieder auf unsere Lebenssituation. Dieses Donnern und Grollen der Umstände und Schwierigkeiten in unserem Leben macht uns oft Angst. Im 1. Petrus 5, Vers 8, da steht: Bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Und dieses Gebrüll vom Feind können wir uns ganz gut vorstellen mit diesen tosenden Wellen in unserem Leben. Der Teufel will uns Angst machen. Er will uns wegbringen von diesem Felsen. Und er will, dass wir davonlaufen. Und deshalb ist das auch manchmal so angsteinflößend in unserem Leben, wenn es so donnert und grollt. Ja. Er will, dass wir davonlaufen, dass wir denken, dass der Felsen nicht sicher ist, weil das Tosen so laut ist. Er will, dass wir Angst bekommen, weil es manchmal überschwappt. Ihr habt gesehen, wie diese Wellen über den Felsen auch gingen. Doch wenn wir unseren Text genau lesen, heißt es da, wie ein brüllender Löwe. Das heißt, es scheint nur so. Satan ist nur ein brüllender Löwe. Er hat keine Zähne mehr, denn er ist besiegt am Kreuz von Golgatha. Es gibt nur einen Löwen und das ist der Löwe von Juda. Stark und mächtig. Er, der Teufel, kann dir überhaupt nichts tun. Er kann nur Krach machen. Er kann nur täuschen, dass du ihm glaubst. Aber er ist entmachtet. Er tut nur so. Aber lass dich nicht beirren und lass dich nicht täuschen. Wenn es auch in deinem Leben vielleicht mal so grollt und laut wird und ja, was auch immer. Lass dich nicht entmutigen. Der Teufel ist entmachtet. Wenn es sich auch noch so tosend anhört und er die Wellen deiner Umstände und Herausforderungen noch so hoch auftürmt, er hat keine Macht über dich, wenn du auf diesem Felsen stehst. Lass dich nicht beeindrucken von seinen Machenschaften. Berge dich im Felsen. Verstecke dich dahinter, dass dich die Pfeile des Feindes nicht treffen. Psalm 62, Vers 3. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mir schaden. Wer soll dir schaden? Der Fels Jesus Christus steht dir bei, so heißt es in seinem Wort. Ergreife es. Dieser schützende Felsen ist das Beste, was dir widerfahren kann. Schau weg von deinen tobenden Herausforderungen. Schau weg von den Dingen, die dir das Fundament entziehen wollen. Lass dich nicht ablenken vom Feind, sondern halte dich fest am Felsen. Wenn du Sorgen und Nöte hast, Angst oder Verzweiflung, dann nimm diesen Bibelvers, den wir gerade gelesen haben, und lese ihn immer wieder, bis er sich in deinem Herzen verankert.
Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Das müssen wir in unserem Herzen haben und uns auf dieses Wort stellen. Denke an dieses Bild mit den heranbrechenden Wellen. Der Fels bleibt unverrückbar stehen. Und wie schon gesagt, dieser Fels ist in deinem Leben. Er wohnt in dir durch den Heiligen Geist. Er ist bei dir. Er ist um dich herum. Du kannst dich bergen in ihm und er schützt dich vor allen Angriffen des Feindes. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.